Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdorn mit Chantal LeFyshi. Hunderten Millionen Grad gefühlt. Und wir sind so 6 Wochen im Voraus oder sowas. Nein, jetzt haben wir glaube ich gerade die 4. Woche oder 3. Woche abgeschlossen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir haben 5 Parts aufgenommen. Ja. Ich glaube, das haben wir gemacht. Das ist einfach viel zu warm. Ja, Alter, also wir spawnen hier viele Harpyen. Ich bin mich auch gerade so ein bisschen betrunken, muss ich sagen. Ich mich auch, aber nur vom Kopf her. Ja, ich auch. Also, ich habe nichts getrunken, aber irgendwie fühle ich mich richtig besoffen gerade. Na. No. Ach Gott, diese scheiß Hitze. Ich bin auch körperlich richtig im Arsch, Alter. Hinter uns sind gerade übrigens Harpyen gespawnt. Ja. Junge. Richtig hinderlich ist es auch, wenn der Schweiß einem langsam in die Augen läuft, Alter. What the fuck? Was? Du schwitze ich nicht. Alter, ich schwitze wie ein... Oh, jetzt dreht mein Computer richtig durch. Liegt das auf den Lüftern? Nein. Ich hatte das zwischendurch, dass ich mein Laufwerk drauf liegen hatte oder eine externe Festplatte auf den Lüftern oben drauf. Und dann ist er richtig heiß geworden. Das fand er nicht so cool. Aber er lüftet also auch ganz kalt. Hier geht's glaube ich weiter. Wo? Ja, hier, weil hier so eine Brücke über die anderen Wege sind. Ja. Ich will erstmal alle Gegner, die ich hier finde. Damit du ein bisschen Spaß mit denen hast, ne? Ich hab nur noch 4 Heiltränke. Ihr habt nur noch 50. Okay. Mutated Scales. Auch noch nicht mehr gesehen. Ja, wo willst du sonst lang gehen? Keine Ahnung, da oben ist doch noch ein Weg. Ach ja. Boah, dafür müssen wir den ganzen Weg zurückgehen. Ich kann auch nicht das Portal benutzen. Ja, mach ich auch grad. Ich würde hier aber gerade noch die letzten Harpyen hier rumstehen. Beziehungsweise gerade spawnen. Oh, das ist eine Höhle. Welches hast du benutzt? Deins wahrscheinlich. Ja. Also du musst zu Twin Falls gehen. Aber ich denke mal, wir hätten da auch einfach unten lang gehen können, wären dann auch zurückgekommen. Also ich denke mal, die sind so verbunden vielleicht. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Keine Ahnung. Aber wir müssen in den Broken Hills noch Lutra so Abadant slayen. Wo ist ein Broken? Achso, das hier ist ein Broken Hills, okay. Ja, dann wird es wahrscheinlich hier lang sein, dass hier einfach so eine Sackgasse ist, wo wir den Typen töten können. Guck mal, Kleingeld. Eine Food Ration auch noch. Wow, 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 wow. Sehr gut. Wow. Das ist echt ein Profis am Werk. Ja. Wo wird's jetzt hin? Den Broken Hills. Hier unten ist ein Portal, weißt du noch? Ja, das verwirrt mich aber, dass da halt, weißt du? Dass es weiter unten ist jetzt. Und hier geht's auch lang. Harpyen? Das ist richtig schlimm, ey. Ich verstehe das Spiel gerade gar nicht. Das ist richtig schlimm, Alter. Ich verstehe die Temperatur einfach gar nicht. Find hier ist geil. Glaub mal. Ich verstand auch nicht, wie Zombie sich darauf. Also, wie Zombie das toll finden konnte, dass es so warm ist. Der ist bei der Adventure Map richtig abgegangen. Ich hab einen Gegner gefunden. Ja, danke, ich kämpfe gerade gegen 10 Harpyen. Ja, ich hab gerade vielleicht 10 neue Harpyen. Ich auch. Sind aber ja, aber ich hab vielleicht einen Boss Harpyen. Klar, bring sie erstmal mit. Hab ich. Ich weiß. Aber die Boss Harpyen ist nicht dabei. Aber das soll ich lieber töten, man. Das heißt einfach nur Deathwing. Das ist so ein Heldenmonster. Hm. Ich hab grad eine Nachricht bekommen, glaube ich. Mein Handy hat vibriert. Oh Gott, ey. Nein, Wrathwing corrupted. Jetzt ist es auf die Schnauze gefallen, zum Beispiel. Die tötet mich übrigens fast. Aber so ähnlich wie der Tag, ich hasse das Spiel bei Nacht. Das ist auch ein bisschen nervig. Hat die auch so eine Aura, die dauerhaft Schaden macht? Weiß ich nicht, also ich krieg grad dauerhaft Schaden. Nein, jetzt nicht mehr. Nee, hat's auch nicht.
Ich weiß nicht, ob ich einen Trank nehmen soll. Oh fuck. Oh, ich wäre fast an Blutungsschaden gestorben. Ja, ich habe überlegt, ob ich ab 100 HP dann auch mal einen Trank nehmen sollte. Ich hatte gerade 40 oder so. Oh fuck, die Aura macht viel Schaden. Boah, ich dachte gerade, du bist dann gestorben. Ich habe nur noch zwei. Hab zwei Heiltränke. Ich habe nur noch 50. Ich habe zwei gerade einfach verwendet, aber ich habe schon wieder 9 bekommen. Okay. Ich glaube, das Gebiet soll sehr warm sein. Das ist ungefähr so wie jetzt gerade. Ich bin richtig traurig, dass mit Minecraft Desperado nicht weitergeht. Warum geht's da nicht weiter? Ich weiß nicht, irgendwie. Ich weiß nicht, kennst du die Leute, die da mitmachen? Nein, natürlich nicht. Okay. Dann kann ich es ja nicht erklären. Also der Typ, der das eigentlich so mit der Hauptleader ist, der macht irgendwie gerade nur an seinem Server was. Und hat gerade keinen Bock. So richtig. Wie an seinem Server? Der hat einen Server gemacht. Mit aktuell 300 Slots. Und irgendwie okay. Macht der gerade nur noch was an dem Server. Wobei der Server echt ziemlich cool ist. Ich war zwar wie heißt drauf, der Server? Bergwerk Labs. Hab ich gesehen in irgendeinem Video von so anderen Leuten, die ich kenne. Die haben nur so ein Bergwerk-Testvideo. Was auch immer. Von bekannten Leuten? Relativ, nein, also nicht bekannt, aber die ich halt persönlich kenne. Ach so, okay. Und die konnten da drauf? Konnten? Kann man da nicht rauf normalerweise? Ja, aber das ist nur ein 300-Slot-Server, das heißt, der ist eigentlich durchgehend voll, selbst nachts, selbst mitten in der Nacht. Ja, keine Ahnung, also auf jeden Fall waren die da drauf und haben davon so ein Video gemacht, hab ich mir nicht anguckt, weil ich mich für Minecraft nicht interessiere. Und haben die sich Premium gekauft, weißt du das? Ich weiß gar nicht, also ich habe auch nicht wirklich viel mit denen zu tun, ich habe das nur gesehen. Deshalb okay. Ist mir das aufgefallen, weil das war eine Channel, die ich noch abonniert habe. Okay. Dann fällt mir auf, ich sollte Debitor langsam mal abonnieren. Ich guck bei ihm dauernd Mark und habe ihn einfach nicht abonniert. Debitor, glaube ich, auch mal abonniert. Oh Gott, hier sind zwei Gegner. Debitor ist auch ziemlich cool. Ja, aber ich finde ihn irgendwie langweilig geworden alles. Wenig Leute, die mich längere Zeit unterhalten können. Ich habe keine Heiltränke mehr. Und nur 200 Leben. Und was machst du jetzt? Ich flieg kurz, also ich pop mich kurz nach Devil's Crossing und hol Tränke. Gib mal her. What the fuck? Da hat gerade einer der Harpyen einen riesigen Kometen nach oben geschossen und dann war er direkt vor meiner Kamera und sah dadurch noch riesiger aus. Okay. Aua. Aua, der Sturm macht Schaden. Ich bin wieder da. Endlich. Halt, Trex, also Windwalker, die haben wir ja schon getötet, oder? Nein, wir waren hier noch nicht. Ne, stimmt, aber die eine Dings hieß so ähnlich. Die letzte Wespe, die wir getötet haben. Letzte Wespe? Ja, die hatte auch irgendwie so komischen Trexer-Namen. Ich glaube, 300 HP kann ich dann auch mal einen Heiltrank benutzen. Das erste Vieh ist gleich tot, ne? Ich bin die ganze Zeit so auf 300 HP. Ich muss immer. Oh, das waren die 600 HP, das war knapp. Das waren gerade 100 HP. Immer machst du Schaden. Ja, und zwar richtig viel, Alter. Das finde ich auch schon ziemlich schön. Ein Sharing Amber. Da hast du. Warte mal, ich gebe dir jetzt mal ein paar Sachen, okay? Okay, wir haben noch. Hier, das 10 ist ganz Minuten. Weg, weg. Weg, 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 weg. Das war's. Jetzt hast du mir mehr gegeben. Ja, 10 Minuten 30 haben wir jetzt noch. Okay. Ich hab grad, warte, ich muss gerade mal skillen. Ich hab noch gar nicht geskillt, fällt mir gerade auf. So, ich habe jetzt mal in so ein, weiß nicht, in so ein Diamanten in meiner Hauptklasse reingeskillt. Was? Also bei meinen Schüssen in diesen Neben, die, also in dieser Diamant-Tree, ich habe gar keine Ahnung, was das sein soll. Die Transmuters. Ja, genau, die Transmuters. Deine Skills alle schlechter machen.
Okay, ich treffe durch den Transmuter nicht mehr, glaube ich. Sicher? Minus. Also angeblich hat er damit nichts zu tun. Macht nur minus 50% Skill Energy Costs. Ich habe gerade nichts mehr getroffen. Gerade eben. Ach Gott, wie viele Harpyen sind denn hier? Kumbaya, my lord. Kumbaya. Okay, eigentlich macht die Schüsse nur besser. Ich kann dir gleich mal vorlesen, was es macht. Es macht eigentlich richtig viel Plus, Alter. Wir bestimmen, sind übrigens böse, da sollst du nicht reinlaufen. Ich mach's trotzdem. Das kostet durchgehend Energie jetzt, glaube ich. Ich glaube, minus 50% Energiekosten heißt in dem Fall, dass es nicht 50% mehr Energie kostet. Das kann sein. Ich glaube, vorher hat es gar keine Energie gekostet. Doch, ich glaube, die Skills, die kosten mal so 5 Energie pro Schlag oder so. Okay. Also es kostet jetzt nicht so viel, dass ich sagen würde, oh, mein Mana geht komplett leer. Aber ich habe auch relativ viel Mana. Wie viel Mana hast du? 536. Na gut, ich habe 100 mehr als du, ne? Ist auch nicht so viel. Aber ich benutze das so gut wie nie Mana. Na gut, ich benutze alles mit Mana, ne? Ja, mein Mana ist meistens geschafft, fast direkt wieder voll. Ja, meins auch. Ich habe es erst einmal geschafft, dass mein Mana leer war. Oh nein! Was ist denn das für Mango? Hä? Da hier, das ist Luther, die wir töten müssen. Ja, ich bin gerade mal schnell weggelaufen. Mistborn. Was war das? Ein Wrestler oder ein Wrestler? Ah, hier gerade richtig. Wow! Okay. Die macht ein bisschen Schaden. Machst du mit dem Portal? Ach, du bist toll, sagt er was. Ja. Portal ist direkt über ihr offen. Danke, Peter. Alter, ich brauche ein Handtuch. Ich habe so viele Misses bei ihr, das glaubst du nicht. Ich glaube, 400 kann ich nochmal Trank benutzen. Oh, Freddy. Do things, tank things! Ich sollte keine anderen anlocken. Oder der eine hat ein Netz auf mich geworfen, dankeschön. Toja. Oh, oh. Er hat schon wieder ein Netz auf mich geworfen. Ich habe hier gerade noch 10 Harpyen. Warum? Weil die spawnen! Die spawnen, genau. Du musst einfach aufhören, so viel rumzulaufen. Nur mich tot. Du hast übrigens ein Netz auf dir. Ja, das hatte ich ja schon dreimal. Wegen dir, weil du schon wieder Gegner gepult hast. Ich bin auch schon wieder tot. Ich auch. Ja, sie waren Adler. Scheiße. Aber die hat nichts verloren. Doch, bei mir schon. Irgendwas mit dem Adlerzeugs. Mask of the Eagle. Ja, und Spirit Chess. Also die Spirit Sachen sind hier besser als in Titan Quest. Nee, gelb. So. Die Spirit Sachen sind hier irgendwie besser als in Titan Quest. Oh Gott, hier geht das überall noch weiter, was zur Hölle? Das Gebiet ist irgendwie ziemlich riesig. Bist du sicher, wir hätten über die Brücke gemusst? Nein. Also ich glaube, unten ist noch ein Gebiet, wo wir von hier auch noch... Kommst du bitte her? Hm? Bitte? Bitte? Oh Gott, Freddy! Ja, die tötet mich gerade so ein bisschen. Ich muss erstmal wie meine Lebensregeneration wieder haben. Okay, da war sie. Damals, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, da gab es noch keinen Transmuters. Alter. Das hier ist ja ein Early Access Spiel. Ja. Und da fällt mir so auf, dass ganz viele Leute immer über Early Access Spiele meckern, weil die nicht weiterentwickelt werden. Pipapo, mimimi, jammer, jammer. Also ich muss sagen, Grim Dawn als Early Access Spiel ist total geil. Weil, ich meine, wir spielen jetzt nicht so viel, dass wir sofort alles durch hätten. Es kommen dauernd Updates und es ist eigentlich recht performant. Also es ist jetzt nicht so... Okay, hier geht's nach Barren Highlands. Unperformant, sage ich jetzt mal.
Ja, aber es ist halt bei wirklich vielen Early Access Spielen so, dass es einfach wirklich ist, dass nichts kommt. Es ist bei ganz vielen Early Access Spielen so, dass sie einfach scheiße sind. Weil die Leute halt zu faul sind, ihren Arsch zu bewegen, um was zu machen. Weil die sich denken, oh, ich habe jetzt sowieso schon ein paar tausend Euro in den Arsch geschoben gekriegt. Scheiß drauf, ne? Aber da muss man trennen können. Also schlechte Early Access Spiele und gute Early Access Spiele. Wenn ich so sehe, dass es alle 2 Meter ein neues Survival Game gibt aktuell. Ja, irgendwie Survival, Crafting, Minecraft. Mir fallen jetzt aus dem Kopf mindestens 3 Stück ein. Rust, 7 Days to Die. 4, 5. The Forest. Oh Gott, wie hießen die noch alle? Stranded Deep. Ist E-Wolf nicht auch irgendwie so ein Scheiß? Was? Ist E-Wolf nicht auch irgendwie so ein Scheiß? Nee, Wolf ist ein AAA-Titel. Oh, guck. Tut mir leid. Okay. Wolf scheint aber auch ganz gut sein. Wollte mir sogar vielleicht kaufen, aber hat dann doch keinen Bock mehr, weil ich keinen Bock hatte, Geld aus. Hier ist noch ein scheiß Heldenmonster von den behinderten Harpyen. Ich hasse die Harpyen jetzt schon. Ich finde die super. Ich finde das irgendwie cool, dass es dauernd Heldenmonster von denen gibt. Was ich nicht so cool finde, ist, dass ich fast sterbe. Dass ich jetzt nur noch 45 Heiltränke habe. Ich habe jetzt nur noch 36. Und ich hatte mir auf 45 hochgekauft. Als ich vor 10 Minuten in der Stadt war. Ich muss schon wieder einen Trank nehmen. Jetzt habe ich nur 44. Ich hatte auch nur ungefähr 10.000 für ausgegeben. Muss auch mal wieder ein bisschen Damage machen hier. Warte, ich muss erstmal heilen. Wenn ich geheilt habe, kann ich immer wieder reinlaufen. Und dann so richtig reinhauen. Oh Gott, ich hatte gerade aus Angst einen Heiltrank genommen, aber ich habe gerade meinen Heal-Zauber gehabt. Irgend so ein Passiv, dass ich, wenn ich fast tot bin, dann wieder Leben dazu bekomme. Was du alles für Skills hast, Alter. Ich mache einfach nur Schaden. Wobei es echt schon mächtig viel Schaden, den ich mache. Damals war unser Schaden noch etwa ausgeglichen, aber jetzt ist das so, dass du schon echt krass viel mehr machst. Ja. Also ich mache jetzt auch nicht wenig, also ich mache auch noch gut Schaden, aber... Ich mache vor allem halt bei diesen Gegnergruppen immer ziemlich viel Schaden, weil ich halt echt diese AOE mache und dann noch dort. Das Schlimme bei diesen Gegnergruppen ist, wenn du wegläufst, dann kann ich sie nicht stunnen, weil einfach das Spiel dann verbuggt ist, weil ich immer gegen irgendeinen hinteren Gegner dann laufe, weil da plötzlich jetzt einer vorrennt oder so und dann... Ja, es nervt mich auch richtig, dass ich dauernd im Fokus stehe, Alter. Das ist so kacke. Es sollte wirklich irgendwie ein Skill geben, dass du halt als Tank dich hier aus dem Weg. Dass du dauerhaft Agro hast. Also das habe ich einfach nicht gesehen. Also noch nicht, also. Kann ich gerne gucken. Nein, das hier vielleicht? Nein. Achso, Grimdon Part 29 am 2. veröffentlichen habe ich getan. Oh ja, Katze. Das ist gut, ne? Oh ja, fick dich doch. Guck, und schon fokussen sie wieder mich. Aber wieso denn? Das ist... Wahrscheinlich, weil ich einfach richtig viel Schaden da reinmache, ne? Ich hau ja immer meine Granate rein, dann den Fire Skill, den ich noch habe. Und dann, Alter, dann geht's aber ab. Dann frag nicht nach Sonnenschein. Gott, guck mal, wie riesig das ist. Da hält mir noch was. Ich kann es übersehen. Ach ja. Das ist alles ziemlich riesig, ja. Ich brauche ein Handtuch in meinem Gesicht. Bleib dein Katzen, die soll dir eins holen. Jack ist weg. Jack ist auch noch ein bisschen betrunken. Können Katzen eigentlich betrunken werden? Ja, Tiere allgemein können betrunken werden. Es ist einfach eine Reaktion vom Kopf, also vom Gehirn. Weil ja, Betäubungsmittel zu dir nimmst. Katzen haben ja auch Gehirnströme, so wie Menschen, halt noch nicht so komplex. Also wahrscheinlich schon, aber Menschen denken sich einfach, wir sind die Einzigen, die sowas können. Ich habe übrigens schon wieder, da oben waren wir schon mal, ich habe übrigens schon wieder richtig viele von diesen Scheißdingern. Hier sind wieder Skelette. Ja, sind gleich alle tot. Oh, ich habe eine Quest gefunden.
Das ist übrigens der Timer. Grad. Danke. Dann machen wir die Gegnergruppe nochmal eben down. Hoffen, dass wir hier noch einen pullen. Ach Gott, ey. Hast du noch eine gepult? Ja, die hat mich angegriffen. Die hat dich angegriffen, bestimmt. Ja, eine hat mich angegriffen, dann sind die anderen noch gekommen, als ich drauf geschossen habe. So. Wir können übrigens schon alle Quests abgeben. Ja, ich weiß. Okay, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.